begrüßen. Ich persönlich habe einen sehr, sehr spannenden ersten Tag hinter mir. Ich habe viel mitgenommen, viele spannende Sessions erlebt und zugehört. Ich hoffe, es geht euch auch so. Ich darf jetzt den Giotto, den Joomla Community Award, hier präsentieren. Den kenne ich sowohl als Teilnehmer, als Gewinner, als Teil der Jury, als heute hier Moderator und darf die Preise verleihen. Ich war nicht an der Jury beteiligt dieses Mal. Ich weiß nicht, wer teilgenommen hat. Ich weiß nicht, wie die Seiten alle ausgesehen haben. Aber ich weiß es vom letzten, vorletzten Jahr, wie ich in der Jury war. Es ist extrem spannend zu sehen, was alles eingereicht wird. Als Jurymitglied weiß man ja nicht, was da auf einen zukommt. Und dann da die Kategorien dann zu finden, wie man die Seiten vergleichen kann miteinander, welche Seiten kannst du wie bewerten und da eine einheitliche Kategorisierung zu finden und dann einen Maßstab zu definieren, wie du die Seiten miteinander vergleichen kannst, um dann Gewinner zu küren. Das ist immer ein sehr, sehr spannender Prozess. Und auch heuer wieder es findet zum achten Mal statt, der Giotto. Es sind wieder die besten Webseiten aus dem Dachgebiet, die hier gekürt werden von der Joomla Community. Die Nominierung lief vom März bis 15.07.2023. Es sind knapp 50 Tage Zeit für die Jury, die Seiten anzuschauen und die Maßstäbe festzulegen. Es gibt eben verschiedene Auswahlkriterien. Es waren immerhin 30 Einreichungen aus den drei Ländern, aus denen jetzt drei Sieger gekürt werden. Die Entscheidung ist extrem schwer. Ich weiß es also aus meiner Zeit noch, was da dann immer für Diskussionen stattfinden, weil ja, Menschen unterschiedliche Maßstäbe, Werte einfach haben, was einem gefällt. Und da eben aus den subjektiven Meinungen eine objektive zu bilden, ist ein sehr, sehr spannender Prozess. Es gibt dieses Jahr drei Kategorien: kleine, mittelgroße und große Webseiten. Und ich darf jetzt die erste Kategorie präsentieren. Wir kommen zur Kategorie kleine Webseiten. Der Sieger dieses Jahr oder die Siegerin dieses Jahr ist die Webseite. Ich mache es spannend. Interprevent2024.at von der Sigrid Gramlinger. Bei dieser Webseite wurde das Template Cassiopeia verwendet, weil Barrierefreiheit von Anfang an ein großes Thema bei diesem Auftrag war. Die Inhalte sind übersichtlich und einfach pflegbar. Mit detaillierten HTML-Templates wird im Editor gearbeitet, um aufwendige Ansichten darzustellen. Die Website Interprevent2024 ist für die gleichnamige Konferenz im Juni 2024 erstellt und kann in Zukunft mit einer guten Struktur weiter wachsen. Sigrid, ich gratuliere dir. So. Du kriegst eine Urkunde und einen Preis. Gratuliere. Also ich freue mich total und ich muss den Preis eigentlich weitergeben, weil ich habe ja ein Team mittlerweile und die Silvia und die Pia haben eigentlich ganz maßgeblich die Webseite umgesetzt, weil das Design ist nämlich von der Silvia und die Pia und ich, wir haben dann gemeinsam das Template mit Cassiopeia wirklich gemacht, weil es barrierefrei sein musste. Und es ist anders, wir machen viele U-Team-Webseiten, es ist ganz anders. Aber es ist, ja, und es wird noch weiter ausgebaut und wir freuen uns sehr darüber. Und ich glaube, der Kunde freut sich auch. Wir haben nächste Woche tatsächlich ein Meeting, zwar online nur mit denen, aber es passt sehr gut. Dankeschön. Ja, kommen wir zur nächsten Kategorie. Agentur Webgras wird hier noch genannt. Nächste Kategorie: mittlere Webseiten. Der Gewinner in dieser Kategorie ist die Seite
11vienna-vikings.com von Harald Leitner. Gratuliere, Harald. So, warte Moment. Ich bin jetzt eins zu weit, Entschuldige. So. Ich darf dir auch eine Urkunde überreichen. Ich hoffe, es ist die richtige. Und einen Pokal. Magst du auch noch was dazu sagen? Sonst kann ich noch sagen, was die Kriterien der Jury zu deiner Webseite waren. Okay. Sag. Ich sage es. Gib mir nochmal das Mikro oder halt es zu. Die mittelgroße Webseite für das ELF-Football-Team der Vienna Vikings, den amtierenden European League of Football-Meister, wurde eine Website auf Basis des Content-Management Joomla entwickelt. Überraschung. Einer der Hauptbestandteile der Webseite ist der Team-Roster. Hier können Besucher mehr über die Spieler, ihre Hintergrundgeschichten und sich mit den Gesichtern vertraut machen. Besonders das Design der Webseite konnte die Jury überzeugen. Klar, die Vikings spielen morgen im Semifinale und hoffentlich nächste Woche im Finale. Um den, ja, Pokal. Dann kommen wir zur letzten Kategorie. Das ist die Kategorie große Webseiten. Und hier lautet der Gewinner oder die Gewinnerin efkadmin.ch von Angie Radke. Ich weiß nicht, ob sie hier ist. Okay. Da hat die Jury dazu gesagt, die barrierefreie Webseite der Eidgenössischen Finanzkontrolle zeigt sehr schön, wie stabil der Einsatz von Joomla jetzt auch über Jahrzehnte ist. Von Joomla 1.0 bis zur aktuellen Joomla 4.3 war es ein langer Weg. Die vielen Inhalte wurden gut strukturiert und sind stets erweiterbar. Die Seite ist benutzerfreundlich in 4 Sprachen erstellt. Bei dem barrierefreien, performanten Template handelt es sich um eine Eigenentwicklung, die über die vielen Jahre immer wieder angepasst wurde. Die Eidgenössische Finanzkontrolle, IFK, ist das oberste Finanzaufsichtsorgan des Schweizer Bundes. Gut. Nochmal Applaus für Angie. Die Urkunde und der Pokal werden zugeschickt, nehme ich an. Ja, ich bedanke mich bei allen, die Webseiten eingereicht haben, die mitgemacht haben, die hier jetzt als Besucher, Teilnehmerinnen hier anwesend sind. Die Jury 2023 war Claudia Weber-Lenk, Christiane Meyer-Stadtherr, Claudia Oertner, Sven Jessing, Lukas Jading, Yves Hoppe, Timo Segers und Marco Leixenring. Ich möchte mich auch bei euch bedanken. Ihr habt mir das da super vorbereitet. Also kann ich nur auch nochmal Danke sagen an alle, die da mitgemacht haben. An alle, die den Joomla.de organisieren und an die Techniker hier beim Event. Das ist wieder eine für mich fantastische Veranstaltung. Ich finde das alles super, wie das hier funktioniert, auch mit Aufnahmen, Video. Vielen Dank. Auf ein neues 2024. Ich hoffe, wir sehen uns sehr zahlreich dann auch im nächsten Jahr wieder. Ich meine, der Tag ist ja noch, morgen ist auch noch da, aber wir freuen uns schon auf nächstes Jahr. Danke.